Bereshit bara Elohim et ha-shamayim ve'et ha'aretz. Brüder und Schwestern, dieser hebräische Vers ist immer gut dafür, auf Festen oder auch in einem normalen Gespräch mit Freunden Eindruck zu erwecken. Es ist der erste Vers aus dem Buch Genesis. Wir alle kennen ihn, Sie alle kennen ihn. Im Anfang schuf Gott Himmel und Erde. Dieser Vers verweist auf das heutige Thema, auf die Schöpfung, auf die Natur. Gleich im Anschluss hören Sie von den Schuttemeiern das entsprechende Lied im Gotteslob unter Nummer 411. Erde singe, dass es klinge. Wir als Menschen sind ein Teil der Schöpfung, sind ein Teil der Natur. Die Natur, Brüder und Schwestern, ist etwas, was wir als Menschen zum Leben brauchen, was wir schon immer als Menschen zum Leben gebraucht haben. Ja, im Mittelalter gingen Menschen sogar hinaus in die Natur, in die Wälder und versuchten dort Gott nahe zu kommen, dort in der Natur Gott zu erkennen. Denn man sagte sich, teilweise sagt man das heute immer noch, sagen wir uns das heute noch, etwas, das so schön geordnet ist, das so voll innerer Harmonie ist, das kann kein Zufallsprodukt sein, das muss letztlich gewollt gewesen sein, beziehungsweise von jemandem gewollt geschaffen worden sein. Und auf diese Frage, wer dieser jemand denn gewesen sein könnte, ist für uns als Christen die Antwort sehr naheliegend: Gott. Gott, unser Schöpfer, unser dreifaltiger Gott, unser Mensch gewordener Gott. Heute wissen wir durch die Medien, durch die Nachrichten, die Schöpfung Gottes hier auf Erden, die Natur, hat einen schweren Stand. Sie ist bedroht durch vielfältige Ereignisse. Sie ist bedroht durch immer mehr Ehrgeiz des Menschen außer der Natur, vieles zum eigenen Vorteil herauszupressen, herauszuholen. Und wir merken daher auch, dass die Natur hier und dort, selbst bei uns, vor einem knappen halben Jahr in Unordnung geraten ist. Wir merken zunehmend die Naturkatastrophen. Immer mehr Menschen, vor allem junge Menschen, gehen aber auch sichtbar auf die Straße und machen deutlich, dass die Natur, dass die Schöpfung Gottes unsere Hilfe braucht, dass wir eine Bewusstseinsänderung vornehmen müssen, um nicht zu sagen müssten, um der Schöpfung auch langfristig noch eine Existenz hier auf Erden zu ermöglichen und damit unsere eigene Existenz langfristig zu sichern. Viele Menschen gehen auf die Straße und die Bewusstseinsänderung ist natürlich der erste Schritt. Aber, und jetzt kommt das große Aber, dabei darf man nicht stehen bleiben. Denn es hilft ja nichts, sich bewusst zu machen, dass etwas in Unordnung geraten ist. Es hilft nichts, sich bewusst zu machen, dass etwas geändert werden muss. Letztlich ist es notwendig, auch sich selbst zu sagen, wo kann ich etwas ändern? Wo ist es in meinen Möglichkeiten, der Natur zu helfen? Und dabei geht es letztlich um Verzicht. Viele Menschen finden andere beschönigende Ausdrücke: Umformung, Transformation, vor allem Transformation des Energieverbrauchs. Letztlich geht es um Verzicht. Und jetzt geht es um uns. Worauf sind wir bereit zu verzichten? Auf vielleicht jede Flugreise in jeder freien Woche des Jahres? Verzichten wir auf das jeweils neueste Smartphone? Verzichten wir, vielleicht auch gerade die Jüngeren, auf den Führerschein mit 17 Jahren oder zumindest dann, wenn sie ihn gemacht haben, darauf, dann sofort ihre Fahrtkünste jeden Tag unter Beweis stellen zu wollen? Eine Frage, die wir uns selber stellen, zum Wohle der Schöpfung, zum Wohle von uns und letztlich zum Lobe Gottes. Denn wir können ihn nur rühmen,
ihm danken, ihn loben, wenn wir hier auf Erden leben können, wenn wir hier auf Erden existieren. In diesem Sinne Ihnen alles Gute, eine schöne Woche, bis zum nächsten Mal.